endlich mal wieder was anderes sehen. Neue Gegner, anderes Land und tolle Duelle. Die Mannheimer Jungs freuten sich vor ihrer Abfahrt in die Niederlande auf den Ausflug, der aber auch irgendwie einer Klassenfahrt ähnelte. Es ist schon geil, bei diesem Event dabei zu sein, weil ich glaube, das ist das größte europäische Turnier für Vereine oder in der Vereinsebene. Und ich meine, das Ziel ist natürlich, diesen Pokal mit nach Hause zu nehmen. Und mit dem ersten Gegner gegen Kasan, okay, die kennen wir jetzt noch nicht so gut. Deswegen sind wir mal gespannt, wie es wird. Aber wir sind sehr, sehr euphorisch. Am Montag ging es dann los. 5 Stunden, ein spielfreier Tag, bevor das Achtelfinale heute Mittag gegen Dynamo Kasan begann. Die Mannheimer waren gespannt, aber nicht angespannt, weil es von Beginn an nach Plan lief. 1:0 Gonzalo Payat. Es ist immer gut, jemanden wie Gonzalo in der Hinterhand zu haben. Wenn man auf die Ecken schaut, da ist er einfach unglaublich. Er trifft einfach immer und das ist genau das, was wir brauchen. Payat legte auch noch 2 weitere Treffer nach. Dazu trafen Lukas Wieler, Felix Schüss und Luis Holste zum ungefährdeten 6:0 Endstand. Wir können alle sehr zufrieden sein mit der Leistung. Ich glaube auch 3:0 Halbzeitführung hat uns auch ein bisschen Sicherheit gegeben. Das ist so, wenn man es im Vorhinein schreiben könnte, muss auch jeder so mitnehmen. Und genau, ich glaube, es war auch in keiner Minute dann wirklich irgendwie gefährdet. Im Viertelfinale geht es dann gegen den Gastgeber aus Eindhoven oder Uhlenhorst Mülheim, die heute Abend um 19.30 Uhr gegeneinander spielen. Einen Wunschgegner für die Runde der letzten 8 hatten die Mannheimer schon vor der Abfahrt. Wir haben letztes Jahr gegen Rotterdam, gegen die Heimmannschaft gespielt. Holland ist schon mal Hockey verrückt und wenn wir da nochmal gegen die Heimmannschaft spielen können und dann auch noch gegen eine ausländische Mannschaft, also das wäre natürlich top. Eine Top-Leistung brauchen die Mannheimer aber auch, um am Ende wieder jubeln zu können. Das mögliche Finale findet am Ostermontag statt.